Hi Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Heart Gold. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser neuen Aufnahmesession. Ja, die letzte Aufnahmesession war für mich relativ lang und ist auch jetzt schon eine Weile her. Deswegen seid gnädig mit mir, wenn ich jetzt gerade noch ein bisschen außer Fassung bin. Weil ich glaube, es ist 2 Wochen her oder 3 Wochen, seitdem ich die letzte Aufnahmesession hatte von Pokémon Heart Gold. Und von daher bin ich natürlich jetzt etwas verwirrt. Ja, wir haben Technorax vorhin, das ist natürlich schlecht gegen ein Pokémon wie Magma, das ein Feuer-Pokémon ist. Ich weiß, Manny ist jetzt auch nicht die Alternativlösung, also das ist ja die beste Lösung, weil es ja halt noch den Eistyp drin hatte. Aber trotzdem macht das ja Manny nicht so viel aus, ist ja so normal effektiv. Auch wenn ich mit Technorax gut angreifen hätte können, ist es mir trotzdem lieber, wenn ich hier mit einer sehr effektiven Attacke komme. Ich habe ja Technorax vorne, weil er ja die Psycho-Attacken drauf hat und genau jetzt kommt es, man hier sehr viel auf Gift-Pokémon trifft. Das war in der ersten Generation relativ häufig, dass man sehr viel auf Gift-Pokémon getroffen hat. Harbor, Krettern, Tentoxer, also all diese Typen, auf die bist du denn halt vor allem getroffen. Lag auch größtenteils an Team Rocket, weil die halt größtenteils nur diese Pokémon in ihren Teams hatten. Und deswegen das manchmal ein bisschen einseitig war, aber ja. Und dann gab es auch noch viele Routen, wo es diese Pokémon zu finden gab. Wie zum Beispiel halt die hier. Diese Bikerstraße. Wie man sie nennen kann eigentlich. Und wir radeln hier runter. Ich habe ja gesagt, dass ich beide Wege zeigen möchte. Das hier ist, wie gesagt, der rechte und der erste Weg, den ich euch hier zeigen möchte. Na, diese Biker fand ich früher als Kind wirklich gruselig, weil die doch ziemlich bedrohlich aussahen. Deswegen haben die mir als Kind um nur eins eingejagt. Psychokinese. Ich weiß gar nicht, ob ich AP Plus habe. Ich glaube, ob man nicht. Ist natürlich doof, weil 10 ist zwar nicht schlecht, aber ja, könnte natürlich auch ein bisschen mehr sein. Ne? Aber wir wollen uns nicht beschweren. Wenigstens hat er jetzt ordentlich Attacken. Meryl? Ich habe ihm noch nicht seine Pflanzenattacke gegeben. Nee. Ich bin ja noch am Überlegen, ob ich gleich das drin lasse. Aber ich kann ihn allein aus. Ach ja, stimmt. Ich wollte doch gucken, wo Donnerblitz ist, ne? Ah. Ich hätte euch ja eigentlich versprochen, dass ich euch sage, jetzt wo Donnerblitz ist. Ah, das habe ich vergessen. Wisst ihr, das mache ich. Verklickt. Das mache ich genau gleich nach dieser Folge. Wenn ich es nicht wieder vergesse. Aber ich denke mal, dass ich schon daran denke. Ich habe nämlich jetzt vor, wieder eine kleine Aufnahmesession zu machen. Ich habe nämlich wieder ein bisschen Lust auf Pokémon Heart Gold gehabt. Auch wenn ich noch die ein oder andere Folge auf Parat habe. Ich glaube, 4 Folgen habe ich noch auf Vorrat. Ja, noch so circa. Und da ich immer 3 Videos pro Woche hochlade, wäre das natürlich nicht schlecht, wenn ich hier schon ein bisschen was aufnehme. Ja. Ich nehme eigentlich immer so 4 Folgen am Stück auf, nur halt das letzte Mal, da hatte ich euch ja gesagt, da hatte ich halt eine große Aufnahmesession, weil ich Ferien hatte. Wir sind jetzt im November, da sind jetzt leider keine Ferien, erst im Dezember wieder, da habe ich 3 Wochen Ferien. Oh, ist das so wirklich 3 Wochen Ferien. Weil ich gehe ja noch in die Schule, nicht in eine normale Schule, also nicht, dass ihr denkt, oh Gott, jetzt höre ich hier irgendein kleines Kind, so einen kleinen Jugendlichen. Nee, ich bin schon 21, also. Ich gehe aber in eine Fachoberschule, nennt sich das. Wenn ich mich. Ja. Ich wollte jetzt gerade ein bisschen was sagen, aber. Nee, das behalte ich lieber für mich. Ja, könnt ihr mal nachgoogeln. Also, wenn ich mit dieser Fachoberschule fertig bin, dann darf ich halt studieren. Und eigentlich ist es eine einjährige Fachoberschule. Ich mache es jetzt aber aus zweites Jahr. Gründe möchte ich jetzt hier nicht nennen. Nicht, weil ich zu schlecht war, nein.
hat andere Gründe, die ich jetzt hier aber nicht erläutern möchte, weil sie dann natürlich ein bisschen zu persönlich sind. Und ich finde, zu sehr persönliche Sachen braucht man in Let's Plays nicht zu nennen. Also ich kenne wirklich YouTuber, die manchmal ein bisschen zu viel aus ihrer Freizeit erzählen, aus ihrem Real Life. Natürlich kannst du es machen, aber wie ist denn der so zuschaut, ne? Das ist halt immer so das Kritische bei YouTube-Videos oder nur bei Facebook bist und Sachen von dir preisgibst. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gibt auf Facebook sehr wenig von sich preis. Also ich weiß nicht, wer von euch Facebook hatte, der kennt doch bestimmt diese komische Liste, wo du eintragen kannst. Ja, da bin ich geboren, da war ich von da bis da, dann war ich von da bis da. Also das habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht. Und wo habe ich gearbeitet? Und das finde ich zum Beispiel so ein Schwachsinn, das habe ich gar nicht erst gemacht. Zwar gesagt, was, wann ich Geburtstag habe und sowas, aber viel preisgeben tue ich jetzt von mir nicht. Hat vielleicht auch ein bisschen was mit meiner Schüchternheit zu tun. Ja, ich bin schüchtern. Vor allem gegen Mädels über. Oh Gott, Alter, wieso erzähle ich den ganzen Kack hier, Alter? Liegt vielleicht daran, dass einfach keine Pokémon-News kamen. Ah, das ist so doof, wenn keine Pokémon-News kommen und dann hast du hier so hier lange Minuten. Das ist natürlich nicht immer das Schönste. Überhaupt keine Pokémon-News. Gar nichts. Also das letzte, diese letzte Zykladenform ist wirklich das letzte, was ich da... Bin ich jetzt falsch gefahren? Nee. Ich bin schon richtig, ne? Ja. Hier habe ich besiegt, ja. Okay, dann können wir jetzt hier mit dieser Route anfangen. Ja, das ist, ich eigentlich gedacht, dass es ein bisschen mehr kommt, aber vielleicht kommt noch vor Weihnachten was. Wie gesagt, wir haben jetzt Anfang November. Und ich denke einfach mal, dass da noch ein bisschen was kommen wird. Und Sachen News vielleicht noch vor einem Jahr. Wurde noch ein bisschen was von Pokémon Mystery Dungeon gesagt. Gab es irgendwelche neuen Informationen? Ich bin kein Pokémon Mystery Dungeon Fan. Hatte ich ja schon in einem anderen Video erläutert, warum ich kein großer Mystery Dungeon Fan bin. Wer sich das nochmal angucken möchte, müsst ihr euch mal in der Playlist gucken. Einer der Anfangsvideos, ich glaube irgendwie so Part 13 oder so, irgendwas dazwischen. Da war das. Da hatte ich darüber erzählt, dass ich kein Mystery Dungeon Fan bin und habe da auch ein bisschen mehr dazu gesagt. Was ich aber cool fand, war die Ankündigung von Nintendo, dass sie wohl Directs bringen wollten. Oh, du nervst! Kann ich jetzt auf Start drücken? Danke. Ja, verdammt. Hier sind irgendwo die Items. Hier, Hyper-Eiler. Ich dachte, ich wusste, dass ich noch irgendwas hatte. Millie halte ich jetzt nicht, weil es nur noch wenige Trainer haben. Ja, ich wünsche... ich will Doppelkampf. Welche Pokémon? Ja, komm. Ich fand diese Nintendo Directs immer cool. Also, ich habe die extrem gefeiert. Weil ich ja auch ein großer Fan der E3 bin. Ich mag diese Pressekonferenzen von den Videospielfilmen. Ich mag das. Ich finde das cool. Deswegen war ich eigentlich auch happy, dass unser die Direct angekündigt hat. Ist nicht endlich wieder mehr Directs. Finde ich cool. Auch wenn es natürlich ein bisschen was anderes ist, ohne Satoru Iwata. Aber ja. Das Leben muss weitergehen. Habe ich schon öfters gesagt. Genau wie manche Leute, die geben sich auf. Aber das Leben muss halt weitergehen. Es gibt immer Rückschläge im Leben. Die muss man einstecken. Die runterschlucken. Gut, alles darfst du natürlich auch nicht runterschlucken, ist klar. Ah, halt schon. Ich habe da schon so viele Leute gehört, die da rumheulen und sagen, das Leben ist kacke und das Leben ist halt nicht Wunschkonzert. Es ist halt hart, ne? Und der hatte ernsthaft nur ein Pokémon, der eine Typ, das ist schwach. Kann ja natürlich der Gute immer nichts machen. Könnt ihr mal schreiben, was ihr von den Direct seid. Apropos immer, mit denen hatte ich vor einer Woche, hatte ich tatsächlich eine kleine Aufnahme-Session, und zwar zum 31. Genau, 31. war das, gleich zu Halloween. Das war ein Tag vor Halloween. Ja doch, das war ein Tag vor Halloween. Da habe ich tatsächlich mit ihm ein bisschen gezockt. Mario Kart 8 Online, hatte ich auch viele Videos gemacht mit ihm.
glaube, an die 6 Stück waren es bei ihm, 1 bei mir. Aber 2 Stunden richtig schon aufgenommen, das war cool. Also, sollte der gute Imron das hier sehen, dann. Ich fand die Aufnahme-Session mit ihr richtig episch. Ist ein richtig cooler Typ, also, falls ihr ihn noch nicht kennt, einfach mal vorbeigucken. Ist auch ein größerer YouTuber hier mit, ich glaube, 1100 oder der hat sogar schon mehr. Also über 1000 hat er zu 100%. Fragt mich aber nicht die genaue Zahl. Ich denke mal, da weiß er selber ein bisschen mehr Bescheid. Ich glaube, als YouTuber hast du ein bisschen mehr im Blick, was du für Abonnenten hast. Ich bin zum Beispiel jemand, der achtet darauf. Auch wenn mir natürlich die auch irgendwie wichtiger sind. Aber Hauptsache ist es, dass überhaupt Spaß hat. Nein, ich habe kein... Oh, ich habe kein Psychokinese mehr. Die letzten aufgebraucht. Wie gesagt, ich finde den immer cool. Das ist ein cooler Typ. Der ist auch immer lustiger. Ich finde den cool. Könnte man da vorbeischauen, falls ihr den noch nicht kennt. Ich finde den cool. Und ihr könnt halt da seine Mario Kart 8 Videos gucken, die ich mit ihm zusammen gemacht habe. Das war... Ich würde es euch empfehlen, die sind so lustig. Also da gab es manchmal Szenen, wo wir uns einfach nur kaputt gelacht haben, weil die so lustig waren. Das ist echt schon krass. Ja, deswegen spiele ich eigentlich auch gern mit anderen Leuten. Ich finde, alleine spielen macht zwar auch Spaß. Ich finde, so auf die Dauer natürlich ist es doof. Natürlich musst du da Zeit investieren mit den anderen Leuten so spielen, aber ist trotzdem cool für mich. Auch wenn ihr zum Beispiel sagt, ey, boah, ich hätte gerne mal mit mir oder gerne mal mit ihm zocken, schreibt mich an! Ich höre immer von einem guten Imron und vom guten MG-Mus mit, dass die immer wieder 1000 Anfragen haben zum Zocken über PN und Kommentare, dass die mit denen zocken wollen. Da denke ich mir, schade, dass ich nicht so viele habe, weil ich denke, meine würden auch viel bei den Fragen. Ich würde auch definitiv sagen, ey, komm, klar. Wenn ihr zum Beispiel sagt, oh, ich hätte wohl gerne mit der Familie irgendwas zocken, also es muss jetzt nicht irgendwie Mario Kart 8 oder irgendwas sein, ich habe ja genug Spiele, die man online zocken kann und also ich bin da immer dafür, gerne zu haben. Wie gesagt, alleine zocken ist aber auch schon cool, aber mit anderen Leuten, das ist schon witzig, wenn man auch lustige Dinge erlebt und das ist eigentlich für mich immer so das Beste. Wenn du mit anderen Leuten spielst, dass du wirklich Dinge erlebst, wo du dir denkst, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerettet. Oh, ein Vipite! Ist ein Pokémon aus der 4. Generation. Vor allen Dingen bekannt durch den Anime. Also, das ist ein richtiger Berühmtheitsschub. Also, es ist jetzt richtig Fame, das Vipite. Weil es das Pokémon von Jesse war in der Anime-Serie. Für längere Zeit. Nee, das stimmt, das Pokémon kam ja doch in Höhen bei ihr. Und in der 4. Generation war es doch auch dabei. Also, Sinn. Und in einer war es dann nicht mehr dabei. Ich weiß gar nicht mehr warum. Hat sich das nicht irgendwie verpisst? Und wie das hin und wieder ist? Ja, hat sich noch das hat sich selber gestanden. Aber wie Pete das hat jetzt, ist jetzt richtig Fame dank der Serie. Aber ich finde, wie Pete das nicht so cool. Ich mag das nicht. Ich mag das Pokémon gar nicht. Ich finde das irgendwie hässlich. Dies gegen wie Beatles. Nein. Ich mag das Pokémon einfach. Ich finde das einfach doof. Jetzt muss ich mal kurz was gucken. Ja. Ich muss mich mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Teddy. Der ist ernsthaft. Teddy? Ist das dein Ernst? Gott. Teddy als Biker. Da bist du auch schon gestraft für dein Leben. Pions Cobra. Ich hatte schon mal einen Pion 3. Nee, das war sogar schon ein Let's Play in Pokémon Schwarz 2. Ja, doch in Pokémon Schwarz 2, da hatte ich schon mal einen Pion 3. Richtig cooles Pokémon, oder? Hatte ich da Pion 3? Doch. Ich bin jetzt gar nicht mehr so zu 100% erinnert, aber ich meine, ich hatte einen Pion 3. Oder ich hatte es im Privatspiel bei Platin. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber trotzdem geiles Pokémon. Kann auch richtig gut abgehen, also.
Hätte sie zwar damals immer schon gehört, ja, Pion Drag ist geil, Pion Drag ist geil. Ja. Dann habe ich es mal selber ausprobiert und denke ich mir, Und Shirox benutze ich ja auch zum ersten Mal, habe ich ja schon öfters gesagt. Und Shirox ist echt geil. Für die Liga war er jetzt im Rematch, also im Hinmatch, nicht so gut, aber ich bin im Rematch, da wird er. Ja. Was macht man denn? Ach Gott, was bin ich? 48, das sehe ich ja jetzt erst. Ah, Hälfte, nicht schlecht. Sehnenkopfstoß. Psychoattacke bringt natürlich nichts gegen einen Stahl-Pokémon. Bei Käfer wäre es natürlich sehr effektiv, aber dank des Stahltyps. Also hätte man nur einen Shirox, dann hätte ich. Hätte man nur einen Sichlor, dann hätte ich Sichlor nicht ins Team genommen. Aber Shirox ist halt so cool. Ich freue mich schon, wenn wir Despotar haben. Das Team wird dann so nice. Das Team wird so nice. Auch mal ein kleiner Fakt, der ist mir gerade jetzt so eingefallen, weil hier irgendwas von Gras erzählt hat. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch geht. Und zwar konnte man früher in Rot, Blau, Gelb, konntest du dein Zerschneider-Pokémon nehmen, jetzt in ein Feld gehen und konntest das Gras zerschneiden. Das möchte ich mal gucken, ob das überhaupt eigentlich in diesem Spiel auch funktioniert. Da konntest du tatsächlich so in Gras gehen? Konntest du zur Schneider einsetzen und dann hat sie das Gras zerstört. Das war cool. Das weiß ich nur. Frag mich nicht warum, aber ich habe tatsächlich als Kind habe ich mir stundenlang in solche riesen Feldern gesetzt und habe die ganze Zeit den Lebensraum der Pokémon zerstört. Das klingt total bekloppt. Ich fand das lustig. Ich fand das damals extrem witzig. Dass man sich einfach ins Feld stellen konnte und das Gras so schneiden konnte. Da muss ich gleich mal gucken, ob das hier in Pokémon Heart Gold ebenfalls noch ging. Früher ging das weiß ich nicht. Das fand ich damals total witzig und ich habe mich da immer kaputt gelacht, weil ich die ganze Zeit das Gras zerstört habe. Natürlich habe ich dabei den Lebensraum der Pokémon zerstört, aber meine den Screen verlassen hat, hat sich das wieder resettet und ich habe das wirklich stundenlang die ganze Zeit nur Gras zerstört. Und ich habe mir dann immer Challenge gesetzt. Also ich bin dann immer ins Gras gelaufen ohne Schutz. Und habe dann versucht, nicht auf ein Pokémon zu treffen. Um die Challenge zu erfüllen, das ganze Gras zu zerschneiden. Und wenn ich es nicht geschafft hätte, wird das Gras ja wieder resettet, wenn du aus dem Kampf kommst. Und da habe ich die ganze Zeit die Challenge mir gegeben, jedes Grasbüschel zu zerschneiden. Und wenn ich das nicht hinbekommen hatte, es einfach wieder von Anfang an zu machen. Ich weiß, das klingt so bescheuert. Aber ich habe das als Kind tatsächlich gemacht und ich werde jetzt mal gucken, ob das auch hier geht. Sorry, da verballere ich jetzt Zeit. In der nächsten Folge gucken wir uns hier die Stadt an, aber ich will das jetzt mal ganz kurz aussetzen. Ich glaube, es sollte im Grunde genommen funktionieren. So, du kommst jetzt mal ins Team. Ich will das testen. Das will ich jetzt testen. Da bin ich jetzt einfach zu neugierig. Ich weiß nicht, warum mir. Da stand jetzt einfach nur Gras und mir ist es gerade eingefallen. Ich weiß nicht, warum ich auf einmal auf sowas komme. Ich weiß es nicht. Einfach nur gerade jetzt überlegt. So, jetzt gucken wir mal. Früher konnte man es, wie gesagt, komplett schneiden. Ach, das war das falsche Pokémon. Ja. Du kannst es hier nicht einsetzen. Schade. Früher konntest du, da konntest du zur Schneider einsetzen, konntest das Gras zerschneiden. Das war total witzig. Es ist zwar total sinnlos, dass das geklappt hat. Und ich meine, es ist ja rein. Okay, was heißt sinnlos? Es ist rein theoretisch eigentlich auch logisch, dass man, wenn man sich ins Gras stellt und dann zur Schneider einsetzt, dass das Gras geschnitten wird. Ist ja nicht gerade unlogisch. Und früher konntest du das halt machen, da habe ich mich tatsächlich, wie gesagt, ich kann mich da gerade erinnern, dass ich da wirklich wie bekloppt da mir Challenge ausgedacht hatte. Es gab auch völlig bekloppte Challenge, die ich mir überlegt habe.
Aber ich kann mich halt jetzt nur an diese eine Challenge erinnern, dass ich halt immer ins Gras gelaufen bin und versucht habe, das Gras um mich herum zu zerstören. Und wenn ein Pokémon gekommen ist, dann muss ich halt das nochmal von neuem anfangen. Das ist so bekloppt, aber ja, man hat halt einige Dinge getan in seiner Kindheit, die man, wo man jetzt denkt, okay, warum? Oh ja, das sind halt solche Kindheitserinnerungen, nicht wahr? Okay, ich bedanke mich aber für diese Folge von Let's Play Pokémon Hardcore. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid bei Pokémon Hardcore. Und dann erkunden wir Fuchsia City. Also bis dahin, Leute. Ciao!